wenn man sich seine eigenen Bücher machen möchte. Ne? Da gibt es wirklich eine schöne Erfindung, was sie da rausgebracht haben. Und zwar habe ich das bis jetzt nur von der Firma Lights gefunden. Ne? Also ich weiß nicht, ob es da noch mehrere gibt. Und zwar sind das diese Hardcover-Matten da. Ne? Also hier schönes Pappe oder Plastik, je nachdem. Und dann mit so einer Metallschiene hier drin. Ne, in allen möglichen verschiedenen Stärken. Nehmen wir das hier jetzt mal. Ja, das ist jetzt ziemlich knapp, aber müsste auch so funktionieren. Ja, dann haben die noch so eine. Das ist die kleine Buchbindemaschine dazu. Ne? Wird dann einfach hier reingesteckt und dann hier viermal, fünf oder sechsmal, je nachdem, runtergedrückt und hier wird dann unten der Buchrücken zusammengepresst. Ne? Ja, aufmachen machen. Ja, und schon hat man ein wunderschönes Buch. Und hält ganz gut. So, ein Vorteil bei dem Ding ist, da ist hier so ein Keil mit dabei. Da kann man dann, ne, wenn man dann irgendwas, noch eine Seite einfügen will oder so, das dann auch wieder auseinanderbringen. Aber da das Teil nur bis 150 Seiten geht, also bis Größe C, und es da ja viel fettere Hardcover-Matten gibt, zum Beispiel so wie das hier, ne? Und da die Buchbindemaschine viel, viel mehr kostet als die hier. Ja, gibt es da auch noch einen anderen Trick. Und zwar, wenn ihr einen Schraubstock habt, ne, kann man das auch wunderbar mit dem Schraubstock so nach und nach zusammendrücken. Ja, das funktioniert auch super. Dann kann man sich die, ich weiß nicht, 600 Euro oder sowas sparen. Ja, und sowas dürfte eigentlich jeder zu Hause rumstehen haben, oder?